ein herzliches Willkommen zu meinem ersten, Part zu Let's Play Far Cry Primal. Ich bin Fraction Curious und heute geht's los mit dem ersten Far Cry Primal Let's Play Part. Ich nehme das hier alles gerade live auf. Ja, und wird noch alles geladen. Spielkonfiguration und so weiter. Helligkeit, bla bla bla. Bis genau der Stelle. Dann wollen wir ein neues Spiel starten. Jo, Schwierigkeitsgrad ist schwer. Ich werde einfach normal, normal Deutsch. Untertitel am Deutsch, jo. Bei dem Spiel ist es so, da wird nicht in Deutsch geredet, sondern da gibt's nur deutsche, sagen wir jetzt mal, deutsche Untertitel. Weil das ist nur eine Steinzeitsprache, weil Far Cry spielt 10.000 Jahre vor Jesus. Und du hast keine AK-47 wie in Far Cry 4 oder in Far Cry 3, sondern du hast Speer, Bogen und Keulen und was weiß ich. Und los geht's, ich halte die Schnauze. Mitteleuropa. Weja. Masse Hassar. Masse Jan. Alhu Mansepa, Winja, Duashala, Tusama, Winja, Urus Waidarsh, Gwifa Haplaha, Winjai Damsha, Mabaya Kwama, Udam. Frau Hadan Yaudan Isila Haskapuris Winjan Hirakwas Barak Lu Laukas Kwama Mash Apashkanti Winja Brashtar Balshai Guasharj, Urus Sancharj, Mas Sancharj. Ubisoft präsentiert. Ubisoft Montreal Production, eine Produktion auf Deutsch. So, jetzt sind wir hier. Kreis gehen wir in die Hocke. Sieht man auch unten rechts im Bildschirm, wie dein Charakter steht oder
unten links ist unser Leben und oben links ist, was man machen soll, und sollte Salto. Also er ist hier vorne halt Salto. Mama Freu Damas. Und ich sehe hier diese Mammut, ey, einfach nicht geil. Du Hadamas. Also wie gesagt, das ist kein richtiges Deutsch, sondern so ein Yoda-Deutsch, so eine Steinzeitsprache. Also, um noch viel zu lernen, hat man immer Padawan. In der Art. Und es war ein gerade ein kulminanter Einstieg in das Spiel. War einfach göttlich. Intro war schon mal krass gemacht. Die Grafik sieht auch richtig geil aus. Ja, sieht mir hier oben, die machen immer zwei, um die Mammut zu vertreiben. Mit L3 rennt man. Steuerung. Unklar, Schulter. Ich raff da einfach nicht. Ganz ehrlich, haben wir das nicht geschafft. Egal, ich werde gleich eben ein bisschen die Steuerung ausprobieren. Shanchita Takar. Urus Vaida. Umas Aperskandi Vinja. Rasta. Schlau, Dragwash.
tigrisch an dir. Das ist halt auch so. So, und jetzt schon eine Trophäe erhalten. Hier betätigt Target auf der PlayStation 4. Wie immer. Und jetzt muss man oben Rohstoffe sammeln. Steht oben links dran. Club-Aktion beendet. Okay, cool. Alderholz, Schilf. Nee, Schilf. Ja, doch, Schilf und Kiefer. Dann kann man hier einfach mal ein bisschen rum. Ich hab keine Ahnung, ne? Da war irgendwas zum Einsammeln. Ah, das ist Alderholz. We want that fuck we are. R3 gedrückt halten, kann man jeder Blitz einsetzen. Also, das ist so, wie in jedem Ubisoft-Spiel. Assassin's Creed gibt es ja auch, ne? Schön alles einsammeln. Da sieht man auch Tiere und die Rohstoffe. Alle miteinander. Da ist das letzte Schild. Da. Und jetzt soll ich Touchpad drücken, Menü, einfach X drücken, dann habe ich einen Bogen. Okay, Upgrade 2. Voraussetzungen, Takara Söhle, Diebstahl und Diebsteinschau. Oh, jetzt habe ich einen Bogenstuhl. Und ja, das war eine richtig geile Stadtsequenz, oder Stadtkampf. Haben sie den Mammut besiegt und dann kommt so ein Säbelzahntiger. Oh mein Gott. Das war ziemlich brutal, also nicht höher. Und der 18-Jährige. Jetzt, ja, brauche Essen für Stärke. Ja, um effektiv zu jagen, nähere dich langsam der Beute und drücke. Und drücke Kreis zum Ducken. Halte er drei für den Jägerblätter, um ihre Fußspuren in der Nähe zu markieren. Geh nicht zu nah ran, einige Tiere fliehen, wenn sie dich entdecken. Okay. Das sieht so anders, ob ich gestorben ist. Na, das sind jetzt die Blutspuren. Wie ist das? Das nervt ein bisschen. Okay. Jetzt die Geheuden. Na gut. Am Heilen. Der Heilen. So, jetzt geht er weiter. Ich muss gleich einen Part machen, weil die 15 Minuten gleich wieder vorbei sind. Aber es geht natürlich weiter. Voll in den Kopf. Ja. Kopfschuss. Das ist der NXT. Ich werde kurz abspeichern. So, und es geht weiter. Wir werden heute 30 Minuten machen. Ah, das X auf der Karte bedeutet Freude. Okay, sehr gut. Das sind die Freude. Wir sind übersichtlicher. Wenn man die ganze Zeit die Jägerblüte einzusetzen, dann kann man halt eine. So. Heute ist der Release, 22.02.2016 von Farquhar und ich hab's heute bekommen. Voll geil. Am Sonntag vorbestellt, Montag versendet und am Sonntag nicht weg, Mensch.
Da kann man hochklettern. Kuspagwam. Eiskauer Weide. Ah, da hinten. Ja, Standard, da ist Standard Frag bei. Nachkommen muss ich zu, wenn wir sehen. Ah, das braucht ein Hartholz, okay. Wir fallen im Bogen, braucht da auch ein Hartholz, deswegen muss man da ein bisschen runterfallen, ein bisschen schauen, wie man es dann am besten macht. So, jetzt macht das Feuer. Nicht heutzutage ein Feuerzeug. Das sieht grafisch schon phänomenal aus. Isu. Winja Hadashta. Ich bin am Anfang ein bisschen still in dem Part. Uri Winja Msakwim. Uri Simqua. Weil. Soll ich sagen? Pantishas Dango. Wazra Tatichamakurbaram. Also es geht um darum, es ist voll Geschwänscher und Land als Horus. Wartet um mich nach Keule und Feuer zu fahren. Keule braucht man alte Holz. Ich komme in der Geschichte voran, um diesen Gegenstand freizuschalten. Okay. So, jetzt macht das jetzt eine Keule. Dann ist es Stein, ne? Ja, einfach einhauen, das ist weg. Ich finde jetzt mal was Einzelnes, was Neues, nicht immer dieses, nicht immer dieses. Purschas da, Guastru Dagua. Da hinten lauert irgendwie ein Bügel, ne? Dann muss ich zurückfallen. Da hoch kann ich aber jetzt noch nicht durch, also am Anfang kann man nicht so wirklich. Am Anfang ist der Weg auf den Zug fliegt. Ja, der ist immer Folge. Und der Weg gleich noch. Balu, ich kenne das Holz, all der Holz, steht auf dem Platz. Also Venture ist das Volk und Horus ist das Land. Ich habe nicht gedacht, komm, mach dir mal ein Sparkwall. Mach mal wieder ein Sparkwall. Ich spiel's ein Sparkwall. Ich hab doch einen Ausbruch im Radl. Fleisch braucht man glaube ich um Leben aufzufüllen. Das ist wichtig. Ja. In einer Höhle. Ich muss noch die Blutkugel. Der Mensch, ja. Und Parkour ist natürlich ein Open World. Voll die Tasche da. Da hinten ist es drin.
sein, wenn wir kommen. Ah, okay, er hält jetzt alles Feuer aus. Wir sind eine Waffe im Wasser, das ist rein und dann. Ah, okay. Okay, alles klar. Winjaharha Hawalnayaka. Es ist dunkel. In Farquhar. So. Und beide. Checkpoint. Das war nicht immer gut. Warum sind es denn so? Wahrscheinlich so gewollt, das ist bestimmt. Aber hier kann man auch stellen. Und da auch. Oh ne, ich bin ruhig. Und Checkpoint. Tigri! Palu, Sashwalim Shalam, Takar Hasam, Saila, Tigri Chawasu, Tii Bayamartis, Tigri Udam Daf, Udam Shaus, Dausam, Utakar Ulimwan, Ku Aika Guasta. Mi kawa ahatra wama
Guama. Das war wieder mal eine eindrucksvolle Kampfszene, gerade eben im Kampf gegen den Säbelzahntiger, und das ist der Ladebildschirm in Far Cry Primal. Sehr schön. Mit natürlich vielen Tipps wieder, standardgemäß. Und jetzt haben wir einen neuen Charakter kennengelernt, die Zieler. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujarra. Udam. Pai hu Winja Uguana. Winja Haiwa Guasha. Santamsha, Orosu. Tigre Damsha Dubu. Saquim. Ay. Walta Lauba Akista. Mi bar. Walta Lauba Waida. Hatigi Walni Yaka. Strauman Happy. So, jetzt wissen wir auch, wer hier die Bösen sind im Vorort. Und zwar die Udam. Und Ul ist der Bösewicht, der neue. Da ist man offiziell, gerade hier L1, da haben wir offiziellen Schnellreisepunkt. Das ist Park. Und wir gehen mal raus. L2, L2. Walter Leiber, schon sehr gut. Das ist hier immer. Wahrscheinlich kann man das so einschätzen. So. Und verbinden als das Kapitel. Und Checkpoint. Ah, das sind die. Ah, da unten links steht über dem. Na, ja, das sieht man schon. Da steht die Meterzahl dran, wie viel Meter gelaufen ist. Jetzt hier kann man wirklich umschauen und schauen, wo es das gibt, ne? Aber das sieht man alles im nächsten Part. Das war jetzt ein Part, wo ich wenig geredet habe. Aber es war ja auch, ich glaube, allein 15 Minuten bis 20 Minuten Cutscene.